Führen kann für 6 Sekunden in 10 Meter Umkreis. Das ist relativ gut, wenn man von Gegnern weglaufen muss oder von Spezialangriffen sich wegbewegen muss. 2 Minuten CD ist relativ lang, aber ist halt hilfreich, wenn man schnell wegkommen muss. Das war es quasi auch schon. Zu den neuen Talenten für Tanks. Es gibt also quasi 2 CDs jetzt für Druiden, die man benutzen kann. Baumrinde ist geblieben, 1 Minute CD, 20% Reduzierung. Der neue Schildwall hat 5 Minuten CD, 60% Reduzierung für 12 Sekunden. Zu den Glyphen gibt es zu sagen, es gibt momentan nicht viele, die gut sind. Man kann den Schaden erhöhen. Defensive Glyphen gibt es nicht wirklich. Die wichtigste Glyphe ist wahrscheinlich die neue Dornenglyphe, mit der man den CD reduzieren kann. Die Glyphe für Zermalm hat sich geändert. Man trifft ein zusätzliches Ziel mit 50% Schaden. Hier habe ich ein Loch, weil es einfach nichts Besseres gibt. Ansonsten hat sich auch nicht viel getan. Es gibt Glyphen für Katzen. Es gibt eine Glyphe für Aufschlitzen, die erhöht die Crit-Chance um 5%. Die ist momentan nicht erhältlich. Die wäre theoretisch wahrscheinlich hier drin als Tank, wenn sie denn da wäre. Theoretisch gesehen ist das Tanken als Bär relativ einfach. Man hat also 2 Fähigkeiten: Prankenhieb, die relativ viel Schaden macht, und auf Level 81 gibt es die neue Fähigkeit, die dann den Blutungsschaden nochmal auf Ziele setzt. Mit den 2 Fähigkeiten kann man quasi Gruppen relativ einfach tanken. Für Single Target gibt es halt wie gewohnt Aufschlitzen. Die Besonderheit ist halt hier, dass man jetzt, wenn man Aufschlitzen auf sein Ziel hat, jetzt mit Zerfleischen nochmal den Schaden erhöhen kann. Feenfeuer natürlich draufsetzen. Pulverisieren für den Buff. Aufschlitzen kann jetzt immer critten, also beziehungsweise kann immer critten, muss nicht mehr geskillt werden oder mit Talentpunkten verbessert werden, damit es critten kann. Und Aufschlitzen hat jetzt halt die Möglichkeit, den CD von Zerfleischen runterzusetzen und die Kosten, damit man das öfters benutzen kann. Also man wechselt quasi zwischen Aufschlitzen, Zerfleischen und Pulverisieren, damit man den Buff oben hält. Zermalmen benutzt man relativ selten neuerdings. AoE Agro und Single Target Agro vom Druiden ist momentan auf der Beta relativ hoch und wird noch weiter gebufft, also sollte es eigentlich kein Problem sein, in der Zukunft als Druide relativ viel effektiv zu tanken. Das war's. Ich hoffe, hat's euch gefallen und etwas geholfen in der Zukunft mit den neuen Änderungen, die Blizzard einbringt, zu Cataclysm klarzukommen. Danke.